Meine Damen und Herren, Gentlemen, Gentlewomen, warum passt gerade alles nicht? Ich habe gerade ein bisschen Mods durchgeschaut, überhaupt für Elex 2, und da gibt es anscheinend ein paar neue interessante Mods, die ich in der Zukunft gerne mal anzocken möchte. Also nachdem ich mit dem Let's Play hier fertig bin, werde ich ein paar weitere Elex Mods testen, hauptsächlich Rüstungen, aber sie schauen interessant aus, diese Rüstungen. Also, das könnt ihr euch auch noch in Zukunft erwarten. Und die Ach, der blockt einfach alles. Ich hätte ihn groß gehabt. Die Völker der alten Welt waren merkwürdig. Auf der einen Seite bauten sie Gebäude aus Stahlbeton und auf der anderen Seite sowas hier. Andererseits, wenn ich mir die Berserker und die Kleriker anschaue, ist es heute nicht anders. Ja, danke Ray. Genau für so welche Aussagen haben wir dich am Leben gelassen. Okay, da ist noch hin und gegen Nuts. Genau für diese Aussagen haben wir Ray leben lassen. Du gehörst mir! Diesen Schlag nicht. Und jetzt ist der Ratte schon tot. Aus dem Weg. Laufsack. Perfekt. Ja. Hauptsächlich Rüstungs-Reskins, aber die schauen ziemlich gut aus. Auch als Kampfrohdrohnen und Kampfroboter kann man spielen. Was in diesem Spiel ja auch möglich ist. Die Ratte überlebt unglaublich. Das zählt schon als Ratten. Oh nein. Nein. Dann kann ich endlich meine Rattenfreistoßmontage fertig machen. Und mit Tränen ins Auge. Hopp. Thumbnail. Ist gar nicht so cool, oder? Ja, weiß nicht. Mal schauen. Die Halbrüstung. Die ist wichtig. Ansonsten. Nicht so cool. Ja, ansonsten machen wir die Hauptmission hier weiter. Hey, wer bist du denn? Skylar. Nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich muss da noch meine Parzelle putzen. Ich bin wichtig. Ich bin wertvoll. Ihr dürft mich nicht töten. Was ist eine Parzelle? Drück dich mal etwas klarer aus. Jawohl. Wie ihr wünscht, Herr. Lösegeld. Eine Menge Lösegeld wird man für mich zahlen. Ich bin ein lebender Geldsack. Verstehst du? Ein Geldsack. Jeden Wunsch werde ich euch erfüllen. Ein fleißiger Diener werde ich sein. Okay. Unterwürfig und reich. Wer genau bist du? Ich erinnere mich an Sand. Viel Sand. Jetzt rinnt er durch meinen Schädel. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Oh Gott. Wie hat man dich gefangen genommen? Mit einem Knüppel auf dem Kopf. Dann verrottender Stein. Käfer als Vorspeise. Würmer als Hauptspeise. Aber ich habe gehorcht. Mein Freund hat nicht gehorcht. Er ist vom Balkon gesprungen. Mit dem Schädel voran. Jetzt fressen ihn die Würmchen. Ja, klingt wie mein Mittagessen. Salat mit Würmern. Buffalo-Würmer und Mehlwürmer. Ein Video habe ich dann auf YouTube, ein zweites wird noch kommen. Verschwinde von hier, der Anführer der Banditen ist tot. Ich hörte ein paar Knochen splittern. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Hör zu. Such die Verliese der Ruine auf. Dorthin haben sie alles gebracht. Alles, was uns nicht mehr geblieben ist. Ich verziehe mich jetzt, wie du es mir befohlen hast. Okay, Skylar. Was ist das? Ist das eine Toilette? Ah, ich sehe ein paar Kakerlaken. Das schaut ein bisschen abgeheft aus. Kakerlaken machen es auch nicht besser. Trockenfleisch, warum hat er das Trockenfleisch nicht gegessen? Vielleicht steht auf Wimmer. Sehr gesund. Zukunft der Nahrung. Zu einfach. Ja, das habe ich richtig gesagt. Gesagt. Zwei Ringe haben wir bekommen. Das ist die Zukunftsringe der Nahrung. Strahlungsresistenz, maximalen Ausdauer. Ich habe mir diesen Ring noch im Schlepptau
hätte ich auch letztens aufhauen können. Wollte verwerten. Falsches Spiel, Patrick. Falsches Spiel. Kann nichts verwerten. Lass weg. Schauen wir mal, ob wir den Typen finden, der vom Schädel mit Schädel voraus runtergehüpft ist. Nahrung der Zukunft, Würmer. Der Zukunft der Nahrung. So. Burg Weihenstein ist die kleinste auf unserer drei Burgenführung. Die Barone, welche hier lebten, hatten nur wenig Land als Lehen. Überlieferungen besagen, dass die Barone einem sehr stolzen und alten Geschlecht angehörten. Weihenstein ist damit auch das älteste Bauwerk des Hochlandes. Ja, hast du gehört, Ray? Die Antwort ist da. Du hast eine Frage. Wir stiegen schon nicht mal sauber aus. Okay, der Turm allein ist schon im Arsch. Oh, ist nichts Wichtiges, oder? Ray. Shit. Werden wir uns eine Führung, Ray? Hast du Bomben? Nein, Trank. Hast du Bock auf Führung? Die Kleinen sind auch wichtig, die kleinen Heiltränke und Pflanzen. Das schaut nach Elixstaub aus. Die dann wahrscheinlich schnüffeln werden. Keine Führung hier. Aha. Da waren wir gerade oben. Wo ist das Verlies? Wo ist das? Oh, Schrottsammler. Ja. Ja. Er ist sehr weit gekommen. So ein Fall ist doch nicht tödlich, wenn man auf den Beinen landet. Ah, Feliz Navidad. Wir machen dann nachher Hauptmission weiter. Verdammt, hier ist dunkel unten. Wo sind meine Fackeln? Ich bin froh, dass sie die Taschenlampe in Elex 2 eingeführt haben. Und in Elex 2, wo wir dann zurückkehren, ist dann interessant, wird interessant sein, ob die Regenten und die Alprüstungen, Gold und alte Münzen und alte Münzen und Geld und Gold, wird dann interessant, ob ich die mir freischalten muss, indem ich die Kampagne fertig habe, Dr. Seltsam. Oder ob sie schon freigeschalten sind, wenn ich mir das Mod runterlade. Mir die Rüstung mehr spielen muss oder ob sie gratis sind, sagen wir so. Doch das ist seltsam. Sprengrakete, Splitterrakete. Ich habe mir extra meine Bazooka schon zweimal abgegradet. Ja, die brauche ich dann nicht mehr upgraden. Und wir haben Doctor Seltsam. Ist das eine Doctor Strange Reference? Könnte fast sagen. Müsste ich neben mir hinsetzen, Ray? Aufhören, mir solche komischen Formeln zu machen. Lieber wieder. Ja. Heil dran. Lieber wieder die alten Elex-Formeln. Mit offiziellen Elex-Wallpaper. Ich schätze, wir sind hier durch. Haben wir eine Führung verpasst? Alle Führungen. Sorry. Leid. Aber wir haben kein Trockenfleisch verpasst. Naja, okay, er schafft es ja doch. Verdammt, Ray Skywalker. Ich bin auch nicht besser, schaut sich das an. Ja. Stopp. Ich hab's auch geschafft. Ein Tag des Erfolges, meine Damen und Herren. Ein Tag des Erfolges. Oh. Ich hätte es zuerst nachschauen sollen. Okay, wir haben ja alles, was wir brauchen. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja. Dann gehen wir mal schauen, ob Vater da ist. Vater? Mit Ray natürlich, dass er uns gleich noch weniger mag. Wenn wir irgendwelche blöden Aussagen wieder liefern.
Das ist für uns Kaya verehrt. Oh, da steht er einfach. Verdammt. Vater, aber. Jax, du lebst. Es ist also wahr, was man sich über dich erzählt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt. Du hast das Elex abgesetzt? Ich versuche es, mein Junge. Es ist schwierig, die Balance zu behalten. Ich schätze, es ergeht dir nicht anders. Der Entzug ist... In der schlimmsten Anfangsphase war ich bewusstlos. Es geht dir gut. Nur das zählt. Sag, wie ist die Lage da draußen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir den so schnell sehen. Jetzt Audio-Check. Verdammt dunkel. Das habe ich mir gedacht. Oh. Verdammt dunkel. Kontrast. Gamma. Kontrast. Wirklich. Das muss ich auf ganz hoch drehen, damit ich da was sehe. Ja, das macht nichts Gutes. Oh, ist ja krass. Okay, kann ich nach der Cutscene wieder zurückstellen dann anscheinend. Krass. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Noch ist er nicht entschieden. Ich habe es gesehen. Draußen vor den Toren des Eispalastes sammelt der erste Elexitor Tarek seine Truppen. Nicht mehr lange und er wird ausrücken. Wir müssen das verhindern, sonst wird unser Volk untergehen. Was machst du hier bei den Separatisten? Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe bis zuletzt versucht, Tarek von seinem Plan abzuhalten. Es ist Wahnsinn und Tarek kennt das Risiko. Doch er ist schon zu verblendet, um die Wahrheit zu erkennen. Der eingeschlagene Weg wird zum Untergang unseres Volkes führen. Untergang unseres Volkes? Was genau meinst du damit? Tarek hat fast gänzlich seinen eigenen Willen verloren. Jede noch so kleine Entscheidung lässt er sich vom Hybriden genehmigen. Er ist nur noch ein Werkzeug, das ohne Rücksicht auf unsere Direktive handelt. Tarek wird bald alle unsere Maschinen und Soldaten gegen die freien Menschen marschieren lassen. Wie viele Soldaten werden sterben, bis wir unser Ziel erreicht haben? Ich sage, das ist Selbstmord. Wir brauchen alternative Wege. Ist die oberste Direktive denn nicht, das Elex dem Hybriden zu bringen? Ja, aber das war sie doch nicht allein. Was ist mit dem Erlangen von Wissen? Was ist mit der Evolution? Was ist mit der Erforschung der Natur des Elex? In den letzten Wochen hat sich vieles am Hofe des Eispalastes geändert. Seit du fort bist, sind diese Teile der Direktive nur noch Relikte einer Zeit, wo es um den Erhalt unserer Art ging. Das ist vorbei, glaub mir. Es zählt nur noch der Wille des Hybriden. Zu viele Soldaten sind schon gestorben, als dass ich so noch an eine Zukunft für unser Volk glauben kann. Ein starker Wille ist es doch, was die Mutanten von den Alps unterscheidet. Stark, ja. Aber frei? Du weißt genau, welchen Preis ein Alp bei seiner Berufung zum Elexitor bezahlt. Ah, Katzen. Gleich werden wir es wissen. Und jetzt ist der Kontrast wahrscheinlich abgeheftet. Oh, ja, verdammt. Verdammt. Schnell. Und wieder. Okay. 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 Ihr habt ja nur bumm, bumm, bumm verpasst. Keine Sorge. Ich hab noch ein paar bumm. Du hast mich gerufen, Meister? Unsere Feinde sind im Vormarsch. Die Gemeinschaften der freien Menschen bedrohen die Grenzen unseres Landes. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Es ist an der Zeit, das Kollektiv um eine weitere Stimme zu erweitern. Ich werde einen weiteren von euch in den Stand des Elexitors berufen. Du, Kallax, hast viel erreicht und hast dich dafür als würdig erwiesen. Bist du bereit, ab heute den Elexitoren beizutreten und der Maschine zu dienen? Ja, Meister, ich bin bereit. So sei es. Öffne deinen Geist und vereinige dich mit mir. Willkommen im Kollektiv, Elexitor von Xakor.
Du und auch dein Bruder seid lange Zeit die stärksten Kämpfer am Hofe gewesen. Und das habt ihr einzig eurem eisernen Willen zu verdanken. Niemand war in der Lage, euch das Wasser zu reichen. Doch seh dich an. Heute bist du ein Geächteter und Kallax ist nun allein die Speerspitze der Alparmee. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Noch eine weitere Katze? Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Ich habe den Verdacht, dass jemand meinen Fall im Eispalast geplant hat. Wie kommst du nur auf so etwas? Meine Havarie, meine Exekution, das war doch kein Zufall. Du, Jax, warst der Einzige, der den Erhalt deines freien Willens einer Beförderung zum Elexitor vorgezogen hat. Jeder andere, dem diese Ehre zuteil wurde, hat sie auch wahrgenommen und ist nun ein verlängerter Arm des Hybriden. Mag sein, dass jemand deinen Sonderstatus als Problem ansah. Doch wer? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es. Verdammt, da gibt es viel zu reden wieder. Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Saddam? Immerhin steckt er hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Selbst wenn, dann hätte er das aus anderen Gründen getan, als dich aus dem Eispalast zu befördern. Saddam wollte schon immer der erste Elexitor werden. Alles, was er jemals getan hat, zielte darauf ab. Er hat doch kein Interesse daran, einen loyalen Commander aus dem Weg zu räumen, der gar nicht Elexitor werden will. Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Saddam muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Saddam schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Saddam selbst war es jedenfalls nicht. Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexitor und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund, an deiner Loyalität zu zweifeln. Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Oh, genug geredet. War es nicht Vardek oder Kallax? Einer von beiden? Einer von beiden war es doch. Oder lieber. Wetter oder besser. Okay. Das packen wir noch rein hier.
war andere Fall, wie es ausschaut. Krone, du bist dran. Dann haben wir Daumen. Gute Arbeit, Krone. Perfektioniert. Angriff, Balance. Hey, Jungs. Was seid ihr denn? Dich hole ich mir. Kein Freund, kein Freund. Schläger. Ha! Ja. Bessere Kopfgeldjäger schicken sollen. Habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja, ich habe mich mit dem Berserker ein bisschen angelegt. Kann ich hier nochmal rüber schauen, ob Nestis schon dort ist. Wahrscheinlich kann ich sie nicht umbringen. Wenn ich den grauen Star nicht heile. Dann müsste es ja sowieso sterben. Das ist das ein bisschen eigen. Was hat bei dem Damm da oben? Was für ein Schlag. Dann haben wir hier drüben ein paar Drohnen. Oh ja, zwischendurch wird einfach zu viel geredet. Das sind komischerweise immer die Alps, aber das wissen wir schon von unserem Vater. Das ist einfach nicht die Fresse halt. Ah, das habe ich verpackt. So wie ich den Dodge verkackt habe. Er will nicht. Rudel in der Mitte. Der Trudel in der Mitte. It was me all along. Ein Patron. Ein Schlafsack hier. Überall, wo ich hingehe, ist überall Kopfenfleisch. Haben die keine veganen Optionen? Nur Setzerbrot anscheinend. Okay. Was schlecht aus wegen veganen Optionen. Browser habe ich genug. Ja, ich heile auf die altmodische Tour. 10 Stück Käse, ganze Rollen. Die Skyrim Heil Tour. Ich schätze, das ist ein Damm oben, oder? Schauen wir mal. Ja, da war ich auch schon oben mal. Kann mich gut erinnern. Das war noch eine tote Fellassel. Gute Arbeit, Ray, gute Arbeit. Meine Kleidkünste schon sehr verbessert. Meine Schwebekünste. Muss man sich schon mal loben. Alle müde gerade, verdammt. Nee, die kleine zweite Gespräch überlebe ich nicht. So. Ja, verdammt nicht. Oh. Warum habe ich das gesagt? Dann lobe ich Raving seinen Kleidkünsten, vermassle ich meine Pfeile. Schon auf den Jetpacks in LX2 wieder. Ein Jetpacks, wenn man ihn noch nennen kann. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt.
Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Oh. Jetzt geht's rund! Ja. Abgelassen da. Oh verdammt! Oh verdammt! Lauf, Jax, du Idiot! Das ist nur ein kleiner Heiltrank, der haltet ja gar nichts. Meine Drohne auch schon tot. Das sind beide Vollkoffer, die nicht treffen. Verdammt, Jax! Hör auf! Hör auf! Ach, verdammt. Oh, Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Ich muss noch einmal zu Vardek. Er hat mir einiges zu erklären. Oh, du Idiot, Jax. Ich muss mir Chadder Heiltränke einstellen. Was zeigt mir da für ein Monster an? Noch nicht gelootet. Und was zeigt mir hier unten an? Ich muss runter. Nein, doch nicht. Oh, müssen wir nochmal mit Daddy Vardek reden anscheinend. Schlechter Zeitpunkt. Was? Oh boy. Okay, ich sehe schon was. Ach du. Ach, Armee. Oh, dafür bin ich ja nicht mehr ausgerüstet. Mein Leben. Okay, ich glaube es. Krass, was der da für eine Armee hergebracht hat. Nur für uns. Ich bin nämlich geehrt. Das nenne ich Bruderliebe. Ah, schau. Aber Mutanten haben wir auch. Die kann ich ignorieren. Wir gehen lieber Rucksack klauen. Elixid? Bist du denn Elix? Mhm. Warte. Wo waren das diesmal? Fehlende Information. Es war ein Attentat von Vardek. Und er ist weg. Vardek! Ich hab das gar nicht mehr so genau in Erinnerung, wie das ablief. Vardek! Ist er noch da? Oh, das wird wieder eine dunkle Conversation. Hauptsächlich, weil das Spiel so dunkel ist. Aber dieser Part ist schon vorbei.
Ich mache hier eine kurze Pause und starte dann gleich den nächsten Part. Peace out.